Ahoi, liebe Schildmein Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sunken Land mit eurem Erik Vikingsson und unserem Grantelbart. Und guckt euch an, es wird langsam dunkel, es wird Nacht. Ich bin gerade hier gespawnt wieder mal und habe festgestellt, irgendwie hat sich hier was getan. Denn irgendwie liegen hier überall Holzlocks rum. Entweder ist es ein Fehler vom Spiel her. Ich sag jetzt mal, okay, ich nehme das jetzt gerne so hin. Ja, muss ich es nicht hacken? Wenn das natürlich jetzt immer so sein sollte, wenn ich mich einlocke, würde ich es natürlich jetzt dann auch liegen lassen, weil das ist dann zu viel des Guten, der Freundschaft. Ich habe ein bisschen gearbeitet noch, ja. Ihr seht da gleich hier drüben, oder ihr seht schon. Das erste Stockwerk ist drauf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall pennen. Guck mal, hier liegen auch noch Loks. Hier liegen überall Loks rum. Das muss ein Fehler sein, die heben wir morgen auf. Dann können wir ja sogar nach der actionreichen Runde gestern einfach heute mal schön bauen, Base-Building betreiben und so weiter und so fort. Hast du noch was zu essen? Ich möchte mir nämlich heute mal so ein bisschen auch die Pflanzenwelt hier zugute führen. Fisch haben wir auch noch nicht geguckt. Das machen wir jetzt gleich noch. Aber wir bauen uns jetzt erstmal den Grill auf. Ich bringe jetzt erstmal kurz die Holzloks weg. Also hier habe ich schon mal das untere Abteil ist zu. Ich habe hier gerne das Metall gemacht. Ich möchte aber obenrum Eisen machen. Bis auf die Glasscheiben, die würde ich dann auch noch gerne lernen. So, Holz habe ich gefarmt. Keine Ahnung, warum da so viel Holz jetzt liegt. Aber wenn es ein Bug ist, ist es halt ein Bug, ne? So. Guck mal. Dann lass uns mal schnell hochgehen. So, die Base hier oben wird 3. Das heißt, hier geht's lang. Das reicht vollkommen aus fürs Wohnzimmer oben drauf. Dann würde ich hier den Grill hinsetzen. So, dann gucken wir mal, ob wir den bauen können. Den können wir bauen. Den einfachen Grill. Ja, setz den ruhig da so hin. Und dann möchte ich gerne noch den Wasserdings bauen. Den muss ich aber noch die Komponenten holen. Das machen wir jetzt noch schnell. Die habe ich ja im Schiff. Dann holen wir uns aber jetzt, guck mal, überall hier liegt das Zeug. Ah, was ist das? Ist das ein Geschenk vom Spiel oder ist das ein Bug? Habt ihr das auch, die das spielen? So, Fische holen. Sind welche drin? 3 Stück. Okay. Ja. Das mit den Fischen scheint aber nicht zu funktionieren, weil ich habe keine Fische. Okay, das scheint jetzt noch ein Bug zu sein. Dann lasse ich es halt einfach. Oh, das ist aber ärgerlich. Dann mache ich das weg. Das ist ärgerlich, dass das nicht funktioniert mit den Fischen. Wie soll ich mich denn da ernähren? Okay. Da muss aber dran gearbeitet werden, Freunde, ne? Mit den Fischen hier, mit Nahrung und so weiter, das geht nicht. So, wir brauchen Komponenten, da holen wir uns den Wassersammler. Den bauen wir uns natürlich auf. Die Komponenten haben wir natürlich da. Hier, jetzt dachte ich schon, sie sind doch weg. Dann trink erstmal eine Cola. Ess erstmal ein Döschen. Da müssen wir mal gucken. Dann scheinen wir doch angeln gehen zu müssen. Die können wir ja bauen. Das ist jetzt nicht das Thema, ne? So. Dann richten wir uns jetzt erstmal schön häuslich ein. Bauen Beete auf. Das ist auch ganz wichtig. Ich mach's hier hin. Vielleicht klappt es sogar. Oh, warte mal. Bricht mir das jetzt zusammen, wenn ich das hier wieder abreiße? Nee, weil ich möchte was gucken. Nicht, dass ich es falsch rumsetze und kriege dann am Ende die Dinger nicht drauf. Also hier können wir definitiv die Dächer nicht drauf. Hier können wir dann definitiv so machen. Ich weiß ja nicht, warum ich das. Das muss doch auch eigentlich innen sein, oder? So wie hier. Ich weiß nicht. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt den Boden baue, baut er das nach innen oder was? Weil das muss innen sein. Weil das ärgert mich nämlich hier unten schon. Da habe ich es nämlich auch außen. Mein klar, es ist jetzt nicht so wild oder so schlimm, aber trotzdem, so ein bisschen Kosmetik will ich dann schon haben, ne? Oder dann baue das Ding wieder hin. Nee. Ja, jetzt kriege ich das nicht anders. Doch. Krieg's.
dreht. So cool. Okay, pass auf. Dann bauen wir jetzt den Wassersammler. Wie baut das Ding nochmal hier hin? Ja, jetzt baut das rein, ne? Ja. Okay, krass. Gut, dann ist es so. Da kommt die Tür hin. Und da wollte ich Glasfenster haben. Deswegen machen wir die nochmal kurz weg. Baut es ja dann eh hin. So. Gut ist. Dann bauen wir unser Wasserreiniger auf. Der passt dann schön hier hin. Das sieht gut aus. So. Und hier würde ich dann so in den Bereich Beete setzen wollen. Und einfach zu gucken, wie es läuft. Ja. So, da können wir ja zwei Stück schon bauen. Sind die groß? Dann bauen wir die jetzt einfach mal hier so hin. Zack. Und den anderen neben dran. So ein bisschen Abstand. Also wie so eine Kübelpflanze. So. Dann haben wir schon mal die Beete. Dann können wir uns angucken, wie das funktioniert und passt. So, um Glasdinger zu bauen, muss ich Glas haben. Da gehen wir jetzt kurz runter und ich würde sagen, wir setzen einmal Mais und Erdbeeren an, ja? Einfach mal zu gucken, ob das klappt. So, Komponenten haben wir noch drin. Wir haben Mais, haben wir sogar am Mann gehabt. Das sind Baumwollsamen, die tue ich rüber. Das sind Kräuter. Machen wir Erdbeeren. Wir brauchen Glas. Die können wir uns gleich abraten. Dann haben wir was zu essen. So. Die Würmer machen wir rüber. Dann bauen wir uns die Angel nämlich noch. Dann gehen wir heute nochmal schön zum Abschluss angeln. Hier sind auch wieder Loks. Guckt ihr das an. Also kleine Sticks, ne? Dann holen wir uns die Loks von da drüben. Wenn das natürlich jetzt immer passiert beim Einlocken, dann wäre es irgendwann ein bisschen, ja, nervig. Und das dürfte eigentlich auch meine... Von mir aus darf es nicht sein. Ich nehme es jetzt nochmal hin als Geschenk vom Spiel. Beim nächsten Mal, wie gesagt, ist es mir dann auch wurscht. Dann bleibt das liegen. Ja? Dann ist es halt so. Ich kann es ja nun nicht... Das kann ich ja nun nicht ändern oder bezweifeln. Oder, ja, ich kann da nichts dran tun, sagen wir es mal so. So, die Glaswand möchte ich erforschen. Die Glaswand habe ich erforscht. Sehr schön. Eine Wandfalle brauche ich nicht. Eine Wandsperre auch nicht. Kühlschrank brauchen wir auch erstmal nicht. Metallaxt könnte ich erforschen. Brauche ich nicht. Armbrust möchte ich erstmal noch nicht. Da bin ich da erstmal gut. Die Wasserflasche... Maybe, wenn wir noch was übrig behalten. Jetzt bauen wir uns erstmal hier die Glaswand auf, weil die möchte ich gerne haben. Und die möchte ich auch gerne sehen. Die Glaswand. Wo wäre die jetzt zu finden? Hier. Wir kriegen sogar unsere zwei Glas. Oh, guck mal, wie schön das aussieht, ne? Ich hoffe, das passt jetzt halt so. Boah, ist das geil. Das ist mega. Richtig cool sieht das aus. Gibt es eine Glastür? Da müsste man fast schon die Metalltür reinbauen, ne? Ach so, den Metalltürrahmen natürlich. Da bräuchte man nochmal Eisen, aber das kriegt man ja hin. Ich würde es so machen. Das hat er doch falsch rumgebaut, ne? Da kriegst du eine Meise. Ja, aber dann lasse ich das jetzt so, dann ist es so. Ich kann es ja nicht ändern. So, pass auf, und dann machen wir hier Holz. Nur einen kleinen Mischmasch. Mal an hier. Wenn ich dann von hier baue, macht das, dann hätte ich es dann von da bauen müssen. Guck mal, du willst angeblich, ich will es hier durchlaufen, das geht aber nicht. So, das heißt jetzt hier baut das mir dann auch nicht so, wie ich es will, ne? Und ich kann es halt auch nicht drehen. Das heißt, ich muss alles von außen bauen nach innen. Habe ich da die Möglichkeit, das jetzt hier zu machen? Weil das, jetzt will ich es dann oben drauf anständig haben. Guck mal kurz. Bau das hin. Ja, er baut es trotzdem dann so. Gut, dann ist es jetzt so. So. Hier mache ich es definitiv zu. Uns reichen die großen Fenster dort. Oh, wie gesagt, Holz haben wir ja ohne Ende. Da brauche ich mich ja gar nicht zu kümmern drum. Wir nehmen die Diebholzplanken raus. So, dann bauen wir uns die Angel auf. Reicht, was du an Holz hast. 20, ja, müsste reichen. So. Und das Dach machen wir dann später drauf. Und zack. Siehst du? Da müssen wir noch Loks reinmachen. Ey, das reicht vollkommen aus. Hier zum Schlafen, zu pennen und so weiter und so fort. Das ist cool. So, pass auf. Dann macht ihr auf jeden Fall jetzt schon mal Holz rein. Und einmal. Sehr schön. Dann werden wir uns einen Eimer bauen müssen.
Und die Angel würde ich gern bauen. So, müssen wir den noch freischalten oder haben wir den schon? Den können wir schon, ne? Den Eimer. Die Angel war hier. Die war hier. Seil. Angel ist gebaut. Angel lege ich mir jetzt auf den Bauhammer. Und den Bauhammer lege ich mir drüben hin. So, dann brauchen wir die Würmer. Genau, oben wollten wir noch Dings machen. Herstellen. Wir brauchen zweimal Metall. Dreimal Metall. Müssen wir vielleicht nochmal tauchen gehen. Ich glaube, im Auto habe ich nichts mehr. Im Auto vor allen Dingen. Im Auto vor allen Dingen. Habe ich nichts mehr drin, ne? Metallmäßig. Die Würmer nehme ich mir schon mit. Dann machen wir das rüber. Die Fackeln mal jetzt rüber. Die brauche ich auch nicht. Das Glas brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Den Stoff lasse ich hier. Das will ich einpflanzen. Das Essen brate ich mir ab. Die Komponenten brauchen wir eventuell noch. So. Die Waffenteile müssen wir dann noch rüber tun. Die Ente nehme ich mit, die stelle ich mir hin. Die Eule nehme ich mit, die stelle ich mir hin. Dann tun wir die Baumwollfasern erstmal darüber. So. Awesome. Reicht. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt gleich angeln. Aber erstmal gehen wir kurz tauchen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Loot auch da wäre hier. Weil das würde mich jetzt dann doch ein bisschen mehr schockieren. Habe ich noch Platz? Dann reiße ich nämlich das hier gleich schon ab. Ja. Und ja. Der Loot ist nicht da, ne? Sehr gut, Gott sei Dank. Also, es wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer sich um das Spiel so ein bisschen bemüht und ein bisschen einliest, so wie ich das mache. Es gibt eine Roadmap, die ist jetzt vom Entwickler erstellt worden oder gezeigt worden. Es wird dann respawnbaren Loot geben, ja? Also, das heißt, den Loot, den wir haben, der ist dann, der kommt dann. Jetzt haben wir hier Metall. Ist es Metall, das Metall, was ich denke? Weil dann brauchen wir nicht weg. Dann müsste ich mir nur die Pickaxe bauen. Da brauche ich aber auch Metall für. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann lass uns jetzt mal kurz irgendwo nochmal hinfahren. Vielleicht am besten zur Händlerin rüber. Nö, zur Händlerin nicht. Die ist zu teuer. Wir fahren jetzt einfach nochmal irgendwo, wo wir looten können. So, komm. Ich will ja eigentlich nur Metall haben, ein bisschen. Wisst ihr? Das reicht mir ja dann schon. Wenn ich irgendwas sehe, metallmäßiges, dann ist das gut. So, einfach mal kurz tauchen unten. 6 Metall von mir aus holen. Da drüben die Gummienteninsel. Super war's. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wisst ihr? Guck mal da. Da können wir doch, glaube ich, tauchen. Das sieht doch ganz annehmbar aus, als ob da unten irgendwo Autofrucks und so sind. Ne? Da ist eine Straße. Da werden noch Autos stehen. Da unten, ich sehe es schon. Aber bleib mal kurz hier. Nicht wegfahren, bitte. Ja, guck. Da gehen wir kurz hier runter. Den baue ich mir jetzt schnell ab hier. Dann müsste ich auch ehrlich gesagt das Metall haben. So. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Schrott. Wir haben jetzt 3, 13. Ich glaube, das müsste reichen, oder? Wir gehen nochmal hoch kurz. Grantelbart ein bisschen schneller. Sonst wird es knapp hier, Freund. So, der Eimer waren 6, ne? Und die Spitzhacke waren auch 6. Dann brauchen wir 12. Also es müsste reichen. Komm, ich will es jetzt. Wenn ich jetzt ein Auto sehe, nehme ich es mit. Da unten sehe ich eins, aber das ist mir fast schon zu weit, ne? Komm, ich probier's. Ich kann irgendwie gerade nicht mehr schnell schwimmen. Okay, komisch. Da unten scheint auch Schwefel zu liegen. Jetzt hat es funktioniert mit dem Schnellschwimmen. Anscheinend war das irgendwie ein Fehler gerade. Jetzt lootet auch schneller. Gut, reicht. Gehen wir nach Hause, bauen wir den Eimer, bauen wir die Spitzhacke und gucken mal, was wir für Metall da noch rauskriegen. Eventuell schaffen wir es sogar noch mal eine Truhe zu bauen, wo wir erstmal Metall reinpacken. Das sehen wir jetzt dann gleich. So, Farbe ändern will ich nicht. Ich will einfach nur Haaren. Oh, wir drehen um. Was ist denn das da für eine Insel? War die Räuberinsel, genau.
Ich habe mich gerade gewundert. Die sah so schön aus. Also wie gesagt, jede Insel ist bewohnt. Mit Mutanten, mit irgendwelchen anderen Typen oder so. Das werden wir aber alles rausfinden. Heute müssen wir uns erstmal wirklich aufbauen. Gucken, dass wir die Base erstmal am Start gekriegt haben. Und dass wir erstmal unser Nahrungsmittel Vorrat so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen dann klar haben, dass wir nicht immer jeden Tag Stress haben, hier Nahrung zu beschaffen. So, passt. Oh, einmal landen. Gut. Sehr gut, Brandy. Dann bauen wir uns den Eimer, kochen das erste Wasser oben ab. Den hätte ich auch hier bauen können. Stoffhund. Genauso wie die Spitzhacke. Da haben wir sogar noch 9 übrig. Sehr cool. Dann nimm die Fackel, die brauchst du jetzt erstmal nicht. Die Pickaxe, da brauchen wir den Picker nicht. So, dann gucken wir uns das gleich an. Wir gehen aber erstmal schnell Wasser holen. Und kochen uns das oben ab. Oh. Das wird dann so die tägliche Routine sein. Abends würde ich das dann machen, denke ich mal. Wasser holen, auffüllen, dass wir da klarkommen. Wie sieht das aus? Und dann werden wir gleich die Beete noch reintun. So, Holz hinzufügen. Und Meerwasser hinzufügen. Die Pilze sind fertig. Das Essen nehmen, das Essen hinzufügen. So, dann packt den Eimer weg. Eimer trinken haben wir jetzt durch. Dann gucken wir uns das Ganze an hier. Ich möchte hier genau Mais pflanzen. Jo, muss ich es gießen? Anscheinend nicht, ne? Und mit E die Erdbeeren. Nicht gießen? Gar nichts machen? Das ist natürlich krass. Jawohl. Erst ein Pflänzchen, Wasser, Essen. Komm, dann essen gleich mal. Stellen wir uns gleich die Ente oben hin. Da bin ich jetzt aber gerade am überlegen, ob ich nicht irgendwie nochmal ein Beetding bauen sollte. Das war hier, ne? Da hole ich mir nochmal eins, komm. Dann bauen wir oben nochmal eins auf. Ich nehme das jetzt raus hier. Nee. Dann machen wir das leer. Dann bauen wir uns noch ein Beet und dann baue ich oben auch nochmal die andere, den anderen Seed an, nämlich den Baumwoll-Seed. Einfach mal zu gucken. Genau. Den Baumwoll-Seed, da machen wir die Erdbeeren rüber. Dann bauen wir uns das nochmal. Wollte ich noch irgendwas machen? Dann gehen wir angeln. Oh, du bist einmal hier unten. Dann nimm dir gleich nochmal Wasser mit. Sehr gut. Dann teste ich erstmal, ob ich schnell gießen muss da oben, aber ich glaube es eher weniger. Ja, da haben wir aber halt eine schöne, ruhige, entspannte Folge gehabt. Muss ich gießen? Nö, wirklich nicht. Das finde ich krass. Okay, F. Essen nehmen. Essen drauflegen. Sehr schöne Routine. Macht er gut. So, und dann bauen wir uns das nächste Pflanzenkübelchen auf. Hier noch das letzte. Setzen wir ruhig so hin. Neben dran. Okay, und dann machen wir die Baumwoll-Dinger noch rein. Klasse. Baumwolle, Mais, Erdbeeren. So lässt sich's leben. Gut. Tür müssen wir noch reinbauen, ne? Habe ich dafür die Materialien? Dann baue ich die Tür nämlich gleich rein. Habe ich. Dann bauen wir sie. Metalltür. Am. Cool. Zu das Ding. Herrlich. Dann essen wir nochmal hier unseren Pilzken. Dann trinkt man gleich noch einen Schluck. Jawohl. So muss das sein. So macht Überleben Spaß. Survival für Anfänger. So, wir werden noch ein Bett brauchen. Ne? Hab ich jetzt vergessen. Das habe ich jetzt vergessen, dass wir noch ein Bett brauchen, Leute. Habe ich keinen Stoff mehr. Naja, das ist aber nicht schlimm. Den holen wir uns ganz schnell. So, was ist denn das hier? Das Eulenspielzeug. Das hänge ich mal an die Wand. Hier so. Da haben wir das Eulenspielzeug dran. Das Entchen. Setze ich hier in die Ecke. Dann haben die auch ihren Platz. Sehr cool. Gut, was hätten wir noch? Nichts weiter, gehen wir angeln, oder? Gehen wir angeln. Wenn ich die Angel jetzt... Ah, warte mal, die Pickaxe wollte ich noch ausprobieren. Und gucken, was wir hier kriegen. Wenn wir jetzt Metall kriegen, wäre das geil. Eisenerz. Okay. Wie? Cool. Kann in einem Ofen eingeschmolzen werden? Ofen eingeschmolzen werden? Oh, interessant. Dann würden wir eine Schmiede bauen. Da würde ich mir aber morgen drüber mal angucken.
Oder kriegen wir den Ofen hier? Einfacher Grill ist für Nahrungsmittel, ist klar. Da haben wir die Forschungs. Ich glaube, den Ofen müssen wir freistellen. Da müssen wir den Forschungstisch aufwerten, glaube ich, ne? Das Bett müssen wir bauen. Da werde ich dann nochmal ein bisschen tauchen gehen, werde mir das Bett bauen. Hallo Erdbeere. Die Powerfruit. Dankeschön. Ja, zieht. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Gut, Eisenerz haben wir auch vor der Bude. Dann nehmen wir jetzt noch mit hier. Was ich halt jetzt gerade so merke, ist, ich glaube, das ganze Werkzeug nutzt sich nicht ab. Das würde ich dann gerne, aber ich würde es fühlen, wenn sich das Werkzeug abnutzen würde, weil das ist Survival. Kein Werkzeug hält ein Leben lang. Das wissen wir, ne? Egal aus welchem Teil der Erde es kommt, es wird kein Leben lang halten. So. Deswegen da, liebe Entwickler, würde ich es fühlen, wenn man Werkzeug nachcraften müsste. Das wäre dann nochmal ein bisschen Survival-Aspekt. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Angeln sich anfühlt. Nicht, dass wir jetzt kleine Schildkröte da dran haben. Oh, krass. Der Fisch ist mit viel zu viel Kraft weggeschwommen. Oh, alles klar. Da muss ich jetzt gucken, dass ich im weißen Bereich bin und ich nach oben gehe. Okay. Cool. Müssen wir uns mal kurz ein bisschen einfuchsen hier. Aber einen schönen Tag auf unser. Ey. Okay, ich warte mal, ob das von oben wieder runter geht. Der wird erstmal ziehen. Boah, das ist ja gar nicht so einfach, hey. Interessante Technik. Jetzt beißt keiner mehr an, doch. Die Kraft war zu gering und der Fisch. Hä? Wie wollt ihr das haben von mir? Die Kraft war erstens zu gering, dann ging's, dann ist rot, gibt es da einen grünen Punkt, wo ich den Fisch raushole? Muss ich ihn in der Mitte rausholen oder was? Ach da, guck mal, da waren. Oh, da ist ein weißes Kästchen. Und in das weiße Kästchen muss ich rein. Da brauche ich aber Skill, hey. Trotzdem kriegen wir viele Würmer. Komm, aber einen Fisch werden wir doch noch kriegen, oder? Wir haben ihn. Ein Red Snapper. Okay, ich war drinnen im Weißen. Jetzt will ich es nochmal probieren, ob das wirklich daran liegt. Oh, wir haben einen Red Snapper und der war weit oben, ja, bei der Kraft. Hoffentlich skillst du das oder kriegst eine bessere Angel, wo dann das Feld ein bisschen größer ist. Das ist ja krass, hey. Guck mal, da ist das weiße Feld. Jo, ein Tarpon. Coole Geschichte. Ein Red Snapper und ein Tarpon haben wir. Das finde ich geil. Das finde ich cool. So. Jetzt habe ich natürlich nichts zum Pennen, ne? Das ist ja wieder ungünstig. Ja, aber ey, das Angeln macht Spaß. Okay, ich habe eine schöne Routine. Ich pass auf, ich würde jetzt einfach loslegen. Würde mir den Fisch jetzt auf jeden Fall mal braten. Den kriegt er auf jeden Fall morgen. Zur Belohnung. So, nimm dir mal das Ding hier. Inventar ist voll. Ja, das war klar. Wir machen uns den Red Snapper und nehmen uns den Pilz. Da liegt er, guck dir das an. Da könnte man sogar vielleicht noch zwei Grills bauen, oder? Trinken müssen wir nichts, der Fisch, der brutzelt. Ah, wunderschöner Sonnenuntergang, ne? Es ist so geil gemacht, so stimmig. Ich würde sagen, wir gehen morgen definitiv mal schön tauchen. Und gucken mal, uns mal so ein bisschen die Unterwasserwelt an. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch was gebaut kriege. Da brauche ich eine Metalltruhe zum Aufbewahren von Altmetall. Da bräuchte ich 12 Metall. Und hier guck mal kurz nach der Schmiede. Wenn wir die freischalten können, würde ich die sogar bauen. Hier würde ich nichts holen. Eventuell die Rüstung, aber das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so im Klaren drüber. Die Armbrust wäre natürlich auch geil. Die macht natürlich viel mehr Schaden. Da bräuchte man ein Seil, dafür brauchen wir aber Stoff und das Stoff brauchen wir erstmal fürs Bett. Und fürs Upgrade brauchen wir auch Metall.
Dann ist unser Ziel einfach, dass wir gucken, dass wir morgen alles zusammen farmen für das Upgrade. Ja, ich werde mir da eine Liste rausschreiben. Und dann werden wir das Upgrade machen. Ich denke mal, dann kriegen wir auch die Schmiede zusammen. Ich werde jetzt gucken, dass ich die Nacht jetzt so ein bisschen überlebe. Vielleicht kriege ich nochmal Angriff von Mutanten. Ich weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall die Tür zu. Und genieße die Nacht. Eventuell fahre ich nochmal zur Händlerin rüber. Ich weiß es noch nicht genau. Guck mal. Zitronen haben wir. Wie komme ich auf Mais? Zitronen natürlich. Guck mal, das ist draußen. Die Erdbeeren noch nicht. Interessant. Interessant, wie schnell das hier alles läuft. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis morgen.